Das nachfolgende Video ist ein Vlog aus meinem Alltag. Wie sich mein Tag entwickelt, weiß ich zu Beginn des Tages selber nicht. Es könnte etwas Spannendes passieren, muss aber nicht. Es ist einfach Alltag. Schönen guten Morgen. Also bei mir mal wieder mittags eigentlich. Aber spielt nichts zur Sache. Ich komme aus der Nachtschicht. Und ich bin echt müde noch. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe bis 2 Uhr geschlafen, also von 7 bis um 2. Sollte eigentlich reichen, aber naja. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal eine Stunde mich hinlegen. Warum ich jetzt nicht mehr schlafe, ist, weil nachher mein Sohn kommt. Also mein Kurzer. Und der wollte was mit mir machen. Also wir haben das jetzt so festgelegt. Er wohnt ja bei seiner Mutter. Und das Problem an der Sache ist, dass die halt älter werden. Ne? Also er ist jetzt 15, der Große ist 17 und so eine klare Regelung wie Papa-Wochenende oder sowas, das gibt es nicht mehr. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle 14 Tage beide hier sind und alle anderen 14 Tage bei der Mutter. Es ist so, der Große wohnt bei mir, der Kleine wohnt bei seiner Mutter und naja, wie das halt in dem Alter ist, die haben nicht immer Bock dann zu sagen, oh nee, ich gehe jetzt zu Papa am Wochenende und bla 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 bla. Die haben ja natürlich auch eigene Freunde und das muss man verstehen. Das kommt so mit dem Alter einfach mit. Jetzt haben wir natürlich gesagt, dadurch haben wir das Problem, dass wir uns relativ selten sehen. Jetzt haben wir so für uns beschlossen, ja, wir werden das so machen, wir werden einfach Tage finden, an denen wir was gemeinsam machen. Also wir zwei dann, weil der Große, wie gesagt, der ist ja eh immer hier. Und der marschiert auch immer mal nach Hause. Ich glaube, auch heute will er nach Hause, wegen Haare schneiden oder so. Also das macht seine Mutter für ihn. Das ist, ja, ist vollkommen okay. Aber wie gesagt, der Kurze kommt dann heute und wir haben von Frank eine Drohne geschenkt bekommen. Und zwar diese China-Drohne. Weil er hat sie nicht gebraucht. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, ich brauche sie, aber das war, als wir wandern waren, zusammen im Westerwald. Da war ja mein Kurzer auch dabei und der hat gesagt, oh, eine Drohne. Und der Frank so, ja komm, ich schick die dir. Hat er auch gemacht, alles gut. Aber wir sind sie halt bisher noch nicht geflogen, weil ich zu ihm gesagt habe, ich möchte nicht, dass er das unbedingt allein macht, so jetzt auch beim ersten Mal und so. Außerdem möchte ich ein bisschen auf ihn einwirken, wenn er das macht, was er darf, was er nicht darf. Und naja, jetzt ist es dann halt so, dass er gesagt hat, ah, ich kann ja meine Drohne mitbringen. Das Wetter heute allerdings voll bescheiden ist. Und zum anderen hat er mir hinterher dann schon wieder gesagt, so ja, er kommt dann um 3:30, 4:00. Da habe ich gesagt, es ist wolkig, 3:30, 4:00, da ist es einfach fucking dunkel schon. Also das bringt nichts. Aber wir werden sehen. Erstmal soll er hier antanzen. Vielleicht haben wir ja doch noch ein bisschen Restlicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal fertig machen. Ich habe mich nur gekämmt, damit Angie nicht schimpft. Aber ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und dann warte ich auf den Kurzen. Angekommen ist er und wir haben ein bisschen gekakelt und jetzt werden wir uns auf der Couch was ein bisschen gemütlich machen und werden uns wahrscheinlich einen Film anschauen, weil ja, Drohnenwetter ist heute nicht wirklich. Das macht keinen Sinn, außerdem hat er jetzt seine gar nicht dabei. Das wäre natürlich dann noch irgendwie der Witz gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, wir fliegen mit der kleinen Billigdrohne und mit der kleinen teuren Drohne. Ein bisschen so um die Wette, Luftschlacht und sowas nachstellen. Aber nein, nicht bei dem Wetter und außerdem, ich bin heute zu faul, ich bin echt müde. Deshalb jetzt so ein bisschen Couch, bisschen beflimmern lassen. Mega. Ja, schön war's. Wir haben Master und Commander geguckt. Relativ alter Film mit Russell Crowe, aber ich finde einen der coolsten altmodischen Seeschlachtfilme. Ja, und ich habe ihn schon so lange nicht gesehen, dass ich gar nicht mehr wusste, dass da am Ende so eine Schlacht ist, so mit Entern und so. Aber jetzt weiß ich es wieder. Wieder was dazugelernt. Gut, mein Kurzer wird sich jetzt auf den Heimweg machen. Mit dem Fahrrad. Und ja, ich habe noch
bisschen Zeit, bis ich los muss zur Arbeit. Aber ich möchte noch mal ein halbes Stündchen die Augen zumachen und naja, mal sehen. Eigentlich sollte ich vielleicht auch ein bisschen was am Video schrauben. Wobei, heute schneide ich das Video von Sonntag. Und ihr wisst, Sonntag ist bei mir immer der vlogfaule Tag. Das heißt, da ist nicht wirklich viel Material zusammengekommen. Ist ja auch nicht dramatisch. Weil Sonntag, also normalerweise hätte ich ein Labervideo gemacht. So haben wir jetzt wenigstens ein paar Schnittbilder. Und heute ist auch nicht viel mit rumgekommen mit Vloggen. Aber wir haben uns schon verabredet. Am Mittwoch kommt der Kurze wieder und dann bringt er die Drohne mit, weil dann auch das Wetter passt und er kommt ein bisschen früher und dann werden wir Drohne steigen lassen. Ich bin total happy. Ich habe tatsächlich ein bisschen gepennt, aber jetzt muss ich los zur Arbeit. Und ich hatte erst überlegt, ob ich euch jetzt noch mitnehme zur Arbeit und dann quasi morgen früh den Schluss mache, weil ich ja morgen früh dann quasi erst ins Bett gehe. Aber ich bin jetzt so kurz vor knapp wieder dran, machen wir nicht. Das heißt, ich fahre jetzt zur Arbeit und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video. Morgen bin ich mit Sicherheit auch ein bisschen fitter und dann lässt sich vielleicht wieder was unternehmen. Wir werden sehen. Bis denn. Ciao. Ja, eher ich angekommen und haben jetzt ein bisschen gekakelt und ein bisschen gequatscht. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir werden, ich mache das Ganze nochmal, weil ich bin gerade aus dem Bild gelaufen, warum auch immer. So. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden.